Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 30. Dezember 2018 mit dem Video Der Spiegel der Liebe. Und diese schöne Liegeschablone ist von der Lichtenergie von der Simone Licht. Und ich mache hier für dich eine Skatlegung, also über dich und deinen Gegenüber, also dein Seelenpartner, dein Partner, dein Wunschpartner oder dein Gegenüber, Herzensmensch, was du gerade so in deinem, wen du gerade im Kopf oder im Sinn hast. Also ich habe dieses Video, habe ich gestern bereits schon versprochen. Ich bin aber leider dazu nicht gekommen. Also dieses Video ist gültig von dem 29. Dezember bis zum 5. Januar. Also was spiegelt ihr euch? Was ist jetzt so in der kommenden Woche in der Liebe los? Und da habe ich jetzt die linke Seite für dich ausgelegt. Also das bist du hier. Also deine Gedanken, deine Gefühle und was jetzt so von außen auf dich zukommt. Und hier auf der rechten Seite habe ich dein Gegenüber, also seine Gedanken, seine Gefühle und was so im Außen als nächstes passieren wird, was auf ihm zukommt. Natürlich habe ich jetzt die Karten zuerst gemischt und da du dich auch zweimal hier in dem Bild gelegt hast, habe ich hier nur die letzte Karte, also die Kartendeck, also die untere Karte halt gelassen. So, meine Lieben, bevor wir damit beginnen, bitte ich dich, dass du dich voll und ganz auf dein Thema, auf deinen Seelenpartner, auf deine Situation dich einstimmst, die Augen schließt und in der Energie der Kristallschale eintauchst. Also ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und bist du nun bereit hier für die Legung. Also ich sage jetzt hier die unterste Karte, was jetzt gerade bei dir aktuell ist. Also du, bei dir ist momentan aktuell die Familie. Vielleicht bist du in einer Familie oder denkst du über eine Familie da. Also es zeigt sich jetzt die untere Karte, also die Familie. Es steht auch für Pläne, für sorgsame Pläne, für Erneuerung, für neue Möglichkeiten, für Wachstum, für neue Herausforderungen, für neue Ziele. Wir befinden uns jetzt auch in dem Übergang, also von dem Jahr 2018 in den 19. Also da sind natürlich sind da auch ganz, ganz viele Themen, die dich ansprechen. Natürlich hast du da auch vielleicht sorgsame Pläne und möchtest auch wachsen in dem neuen Jahr. Auch diese neue Herausforderungen möchtest du angehen, hast du neue Ziele. Allgemein steht auch diese Karte steht allgemein für den Monat Frühling. Also das heißt, Karo, alles was mit dem positiven, neuen, aufkeimenden Frühlingsgefühlen zu tun hat, auch mit Interessen, auch mit Finanzen. Also es steht auch für Ausbildungen, für Karriere, für Ziele, für Umzug vielleicht, auch für eine Geschäftsreise, für Prüfung, also allgemein für etwas Bewegendes, etwas Neues, etwas Positives ist ja auch eine rote Karte, was so, also wo Bewegung drin ist. Also bei dir steht es ja also in diesem Zeichen, ja, diese Woche. So, wir beginnen mit deinen Gedanken. Also deine Gedanken kreisen hier um diesen Glück, um diese emotionale Erfüllung und harmonische familiäre Verhältnisse. Also du wünschst dir diese familiäre Verhältnisse, diese Harmonie. Danach sehnst du dich
Und diese Emotionalität möchtest du auch gerne leben. Und das beschäftigt dich allgemein. Also auch hier die Herzkarten stehen. Also alle in Verbindung mit Liebe, mit Emotionen, mit schönen und positiven Gefühlen. Ja, und also im Kopf hast du auch diese feste Verbindung, familiäre Verbindung, also neue emotionale Verbindungen. Oder dass sich dann halt deine bestehenden Beziehungen, dass sie sich vertiefen, dass du hier also in eine tiefere Verbindung gehst. Also diese tiefere emotionale Verbindung. Und ja, auch für die feste Partnerschaft, dass dir das also sehr, sehr wichtig ist, dass dich das beschäftigt, dass du das im Kopf hast. Das zeigt sich so. Und auch für den Neuanfang. Also du möchtest gerne hier auf dieser Liebesebene diesen Neuanfang haben und du möchtest gerne, du hast auch hier die Möglichkeiten dafür, für diesen Wechsel. Und du möchtest halt auch diesen Neuanfang in der Ehe, in der Partnerschaft, dieses große Vertrauen auch wagen. Danach sehnst du dich nach Stabilität, nach Vertrauen, nach Neuanfang. Also es deutet sich hier allgemein in Liebe. Das kann allerdings auch für berufliche Neuanfänge hindeuten, also für einen neuen Zyklus, für einen neuen Anfang. Das beschäftigt dich jetzt Moment in diese eine Woche. Kann auch sein, dass du halt die Rauhnächte praktizierst oder womöglich auch bei mir in dieser Rauhnächte-Begleitungsgruppe bist, dass dich das alles, also dass du deine Zukunft sozusagen webst. Und dir diese neue Gedanken, alles Positive dir, also sozusagen ausmalst, ja, und auch dich, dass dich das also sehr beschäftigt. Also hier diese Karte ist eine zentrale Karte in deinen Gefühlen und das zeigt für mich diese Zufriedenheit und Harmonie und diese verbindliche Beziehung, allerdings auch zu jemandem, der so ein ganz, ganz tiefes Gefühl für dich hat, also oder du zujenigen, wo so eine tiefe, innige Verbindung, Verbundenheit da ist. Das könnte auch eine Seelenpartner hindeuten. Also, dass du hier diese mögliche emotionale tiefe Verbindung und diese feste Partnerschaft hier in deinem Herzen, dir ersehnst mit diesem Seelenpartner, ja, und allerdings auch, das würde dich halt auch sehr zufrieden machen. Das wäre für dich auch das größte Glück, sozusagen. Das steht auch hier für was Neues, für etwas Neues, für eine neue, tiefere emotionale Verhältnis. Ein familiäres Verhältnis auch allgemein, diese Karte, die Herzkarten. Und diese Karte deutet auch auf das Vergangenheit hin, dass es auch Leiden aus der Vergangenheit mit dem Seelenpartner, dass dich das Moment im Gefühlen, diese Past-Life-Beziehung beschäftigt, dieses Leiden aus dem vergangenen Leben, dass du diese vergangene Erfahrungen, diese Verletzungen noch nicht so wirklich loslassen kannst und dadurch hast du halt diese Anziehung, aber das hat auch diese Gefühle auch mit diesem vergangenen Leben auch bei dir zu tun. Du zeigst dich hier also allgemein als größtes Glück, also für dich zeigt sich, dass das großes Glück, also jemand kennengelernt zu haben oder getroffen zu haben, wirklich der diese tiefe Gefühle in dir auslöst, diese tiefe Verbundenheit, diese Seelenpartnerschaft, die du so in deinem Herzen aus auch fühlst und du weißt das auch, du hast einen tiefen inneren Wissen, dann weißt du das auch. Und das löst bei dir das Gefühl des
tiefen Glücks aus. Also du hast das Gefühl, boah, das ist ja wie sechs Richtige im Lotto, dass ich das in diesem Leben also wirklich begegnen darf, dass ich das erfahren darf. Und da gehst du auch voll in deine Emotion auch rein. Also du zeigst hier auch diese Emotionalität, allerdings zeigst du auch, dass du das auch weißt. Also das ist auf der Kopfebene genauso wie in Gefühlsebene. Also du verkörperst hier beide Aspekte. Also du weißt das, also von bewusst auch und unterbewusst auch. So würde ich das auch vielleicht so für dich sagen. Allerdings ist hier, also im Herzen, ist hier eine gewisse Kommunikationsproblem und das belastet dich. Da hast du das Gefühl, Mensch, warum ist diese Kommunikationsproblem überhaupt da? Da ist eine Stagnation, also eine Blockade, was die Kommunikation anbelangt. Und das resultiert aus diesem früheren Leben, aus diesen Leiden an Vergangenheit, ja. Auch vielleicht in diesem Leben sind bestimmte Situationen vorgefallen, wo du darunter leidest im Herzen. Es können vielleicht Rückzüge, Zurückweisungen oder ähnliches gewesen sein oder manche Sätze, die dich eventuell verletzt haben, die dir etwas aus dem früheren Leben, aus dieser Seelenpartnerschaft gespiegelt haben. Das ist jetzt momentan auf der Herzebene, was dich beschäftigt. So im Außen, was jetzt momentan in dieser Woche los ist, also du legst dich selber in den Bild und das auf die linke Seite. Du bist sehr im Gefühl, du bist sehr in Emotion. Das kann auch sein, dass du wirklich dir die Zeit nimmst und deine Gefühle neu sortierst, neu ordnest. Und auch also in Gedanken in der weite Ferne schwebst, also dass du vielleicht auch gerne woanders sein würdest hier zur Zeit, also auch in Gedanken, vielleicht machst du auch viele Meditationen und machst du auch Seelenreisen oder einfach träumst du davon, also wegzufahren oder träumst du davon, woanders zu sein oder halt auch in diesen früheren Erinnerungen aus der Seelenpartnerschaft, dass du sagst, wenn du vielleicht eine Rückführung gemacht hast und hast du was vielleicht auch erlebt, wo du mit deinem Seelenpartner glücklich warst, weil da kann man sich auch die Bilder zeigen lassen. Eventuell kann auch sein, dass du in Gedanken dort verweilst, also du verweilst hier irgendwo, also weit, weit weg und ja. Und bist du im Gedanken gar nicht da. Das kann aber allerdings auch noch ein Sternzeichen hier symbolisieren oder eine Charakter, dass vielleicht hier sehr viel Gedanken oder dir jemand so auf dich zukommt oder weiter weg wohnt. Das kann auch auf deinen Seelenpartner hindeuten, dass er sich hier, was sich hier im Außen bei dir zeigt, in deine Energiefeld schwingt. Also es kann auch jetzt auf einen Widerlöwe oder Schütze also hindeuten, also Feuerzeichen, allerdings auch vielleicht auf Aszendent oder es kann dir auch für einen Temperament hindeuten, von einem Widder, von einem Löwen, von einem Schützen. Die sind sehr temperamentvolle, feurige Zeichen, dass sich dir das so im Außen in dein Energiefeld zeigt. Dann zeigt sich hier die Karte der Arbeit. Also entweder arbeitest du noch in deinen Themen oder du weißt, dass es eine große Herausforderung für dich ist, dass diese ganze Situation aus dem vergangenen Leben zu verarbeiten, vielleicht auch wieder in Gleichgewicht zu bringen, in Gerechtigkeit zu bringen. Darüber denkst du auch nach und weißt du, dass es halt auch eine große Herausforderung ist. Vielleicht ist da auch eine gewisse Trennung notwendig, dass du dich von bestimmten Themen trennst, von bestimmten Illusionen trennst, jetzt in diese Zeit, dass du bestimmte Transformationsprozesse hier durchläufst. Das beschäftigt dich hier auch im Außen. Wir schauen jetzt mal, was hier mit dieser Harmonie also zu tun hat.
Also diese verbindliche Beziehungen spielen bei dir eine zentrale Thema und du wünschst dir diese verbindliche Beziehung, diese feste Partnerschaft und ja, also du hältst auch ein Stück an diese Gedanke fest, also der größte Glück in der Ehe und Partnerschaft und auch für den möglichen Neuanfang. Also daran hältst du also ganz, ganz fest und das nimmst du auch mit in dein neues Jahr. So, also du weißt, dass du hier auch viel daran arbeiten musst, also bis es zu diesem festen Partnerschaft kommen kann, also diese emotionale, tiefe emotionale Verbindung, dass es lebbar ist, dass es gelebt ist. Und du weißt, dass es hier eine große Glück wäre und das wäre eine Erfüllung in diese harmonische, familiäre Verhältnis mit deinem Seelenpartner zu gehen. Das weißt du. Oder mit deinem Partner momentan. Das weißt du. Also was jetzt gerade in deinem Kopf los ist, du hast in deinem Kopf das Gefühl der Glück. Also dass du Glück, dass du das alles erleben darfst. Und also auch diese, nochmal dieses Glück, die emotionale Erfüllung. Also du bist sehr glücklich darüber, auf jeden Fall. Wir schauen mal, was hier mit dieser Weite zu tun hat. Diese Weite kommt vor, dass es halt noch was dauern wird. Und das ist dir auch bewusst, dass es noch etwas, bis es hier zu diesem größten Erfüllung und auch vielleicht zur Hochzeit kommen würde bei dir, dass es noch eine ganz, ganz eine große Weile dauern würde, bis zu dieser verbindlichen Partnerschaft käme. Und du weißt auch, dass du hier also ganz viel daran arbeiten müsstest, also auch deine vergangenen Themen alle aufarbeiten müsstest, dass du dann halt hier die Möglichkeit für diesen Neuanfang mit diesem Vertrauen für dich erfahren durftest. Also diese Arbeit, deine Themen bedarf auch, dass du an deine innere Harmonie arbeitest, das heißt an deinem inneren Gleichgewicht, an deine innere Ausgeglichenheit arbeitest und das wirst du auch schaffen und kommst du immer mehr an in deinem Glück. Also durchaus eine sehr, sehr positive Woche mit ganz vielen Erkenntnissen, mit ganz viel Ruhe und Harmonie auch in der Mitte. Also das gefällt mir. Du bist sehr gut in deine Kraft. Du schätzt die Situation auch durchaus sehr, sehr gut ein. Und das ist auch sehr wichtig, dass du das machst, denn wird dann auch dein Gegenüber, was du ihm spiegelst, wird dann auch das Gleiche dann so wahrnehmen und auch so erleben. Ja? Jetzt schauen wir mal, was jetzt bei dir auf den Kopfebene ist. Und bei dir auf der Kopfebene kommt der Tarot Ritter der Münzen oder Ritter der Scheiben. Schau mal diese Karte. Ich liebe diese goldene Glitzer-Glitzer-Glitzer-Karten. Wunderschön. Das ist der Neftaritaro hier. Wunderschön. Und also das sind alte Karten. Ich weiß nicht, ob es die zu kaufen gibt, aber wenn jetzt hier noch der eine oder andere sich diese Karte kaufen will oder sollte, könnt ihr gerne machen. Also das ist der Ritter der Münzen und das steht, der Ritter der Münzen oder Ritter der Scheiben steht, also im Kopf hast du dieses Feuer, diese Feuer und also diese weibliche Urkraft, diesen Feuer der Erde. Vielleicht bist du auch schon heilerisch unterwegs oder du hast das Gefühl, du erntest jetzt das, also deine Arbeit, was du investiert hast, erntest du jetzt, also dieses Gefühl hast du in dir, also im Kopf. Und es ist, du weißt ja, dass jetzt die Zeit auch da ist, ja, und deine Aufgaben auch sehr groß sind und du hast auch jetzt schon so vieles auf dich genommen und du weißt, dass du belohnt wirst. Also sozusagen, du bist voll in deine Zuversicht. Ne? Und du möchtest auch nicht mehr ausweichen. Also du weißt,
dass du auch viel auch erreichen kannst, wenn du dich auf deine positiven Resultate konzentrierst. Das weißt du, auch für dich und für andere. Und wichtig ist, dass du diese Wandlungsprozesse auch noch für dich durchlebst. Das hast du auch erkannt. Und mit jeder Aufgabe, die dich bereit, also jede Aufgabe, die dir gezeigt wird, bist du auch bereit, wirklich anzunehmen und wirklich denen zu folgen und sie zu verwirklichen. So, dann kommt für dich im Herzebene, zeigt sich für dich der neuen Schwerter. Und das ist auch eine schöne Karte, ist eine Schwertkarte. Allerdings, Schwertkarte ist immer mit was, also in Kraft und Mühe, so Arbeit, also zusammenzusetzen. Und die neuen Schwerter steht für Grausamkeit. Also im Herzen fühlst du, im Herzen momentan, also im Kopf weißt du das schon, aber momentan ist der Mars hier im Zwilling, also steht für Grausamkeit, also sich gegenüber. Also das bedeutet, auch wenn du weißt, dass du das erreichst, auch wenn du weißt, dass es für dich dafür dient, dass du halt deine Prozesse machst, dennoch im Herzen, was du fühlst, du bist also verletzt und du bist auch zu dir selber so gemein, sage ich mal, in gewisser Weise. Also du bestrafst dich selber, indem du sagst, ja, bin ich ja selber schuld und ja, also auf jeden Fall, dass du dieses Schuld auf dich nimmst und bist du nicht liebevoll zu dir und machst du dich auch vielleicht ein bisschen runter und sagst auch, Mensch, hätte ich mich nicht so verhalten, dann wäre das jetzt so und so gewesen. Und es ist wirklich notwendig, diese Verhaltensmuster in deinem Herzen loszulassen, die Ursachen zu erkennen. Warum ist das so, dass du erst mal in eine Selbstliebe kommst? Du hast nichts falsch gemacht, es ist alles gut. Also deine Gedanken, soweit sich hier auch in den Karten und alles zeigen, du hast es auch verstanden, wozu auch diese Seelenpartnerschaft, Beziehung da ist und dass es auch nicht so schnell geht und dass du halt aus diesem Ganzen rauskommst und dieses Gefühl der Verurteilung dir gegenüber kommt auch vielleicht daraus oder resultiert daraus von früher. Wer hat dich früher verurteilt? Aus welcher Weise hast du hier bestimmte Muster hier übernommen, wo du sagst, ich verurteile mich selber? Ja, vielleicht auch aus dem früheren Leben wurdest du verurteilt, vielleicht wurdest du auch verurteilt von bestimmten Menschen, wenn du was getan hast, ja, dass du sagst, wie konnte sie nur oder wie kann sie nur oder um Gottes Willen, das macht man doch nicht oder das kannst du doch gar nicht, bist du dann zu blöd eigentlich oder solche Dinge, die dich bei dir in deinem Unterbewusstsein so festgebrannt haben und du bist es schuld, du schaffst es sowieso nicht. Solche Dinge alle, die sich hier in deinem Herzen wirklich manifestiert haben, das müssen jetzt nicht Eltern gewesen sein, es können auch Kinder, also im Kindesalter, wenn ihr gespielt habt, so bestimmte Sätze festgebrannt haben, wie auf deine Festplatte und hier dieses Verurteilen, dass du sagst, ich bin es schuld, ich habe jetzt was Falsches gemacht und deswegen ist das so, dass du das hier wirklich mit diesem alten Jahr, also bevor du in das neue Jahr übergehst, auch wirklich löschst, also entfernst von deiner Festplatte und ja, und dass du dich als geliebte Wesen annimmst, also, dass du sagst, ich werde geliebt, einfach weil ich so bin, wie ich bin. Ich werde geliebt, so einfach wie ich bin, so wie ich bin. Dass du dieses Gefühl in das neue Jahr übernimmst, dass du geliebt wirst, dass du es wert bist, geliebt zu werden, ja. Und was kommt dann als nächstes auf dich zu, von außen zu? Dann kommt hier der Wagen und ist auch eine wundervolle Karte. Also der Wagen. Und also was so von außen auf dich zukommt jetzt in diese kommende Woche,
Also das steht, also der Krebs und der Neuanfang, auch eine ganz, ganz neue Energie, jetzt auch schon zum 1.1. Wir haben diese neue Energie und das wird sich auch bei dir alles zum Guten wechseln. Und meditiere darüber. Du hast auch diesen spirituellen Weg. Und am Ende des Videos werde ich hier auch mein Wochenangebot wieder hier bekannt geben für dich, was jetzt in dieses Neujahrswoche als Angebot ist, auch für dich oder für deinen Seelenpartner. Das kannst du auch gerne ein energetisches Angebot in Anspruch nehmen. Also der bestehende Wechsel verspricht eine glückliche Erweiterung in deinem Leben. Wenn du diese Glaubenssätze wirklich umwandelst, dann verspricht das hier also eine glückliche Wende, ja, in deinem Leben. Und das ist doch schon mal sehr, sehr positiv. Also ordne deine Verhältnisse und lasse bestimmte Themen, bestimmte Sachen einfach zurück. Lasse einfach zurück, was du nicht in dem neuen Jahr mitnehmen möchtest. Und ob du wirklich bereit bist, auch dieses Alte abzuschließen und dem Neuen dich zuzuwenden. Es ist wirklich wichtig, dass du dich auch fragst, wie weit bin ich bereit für das Neue, ja? Und ja, plane auch einen Wechsel, mache dir Pläne, auch jetzt vielleicht für eine Reise für das neue Jahr, dass du dir, ja, was du alles erreichen möchtest, plane etwas und vielleicht auch, ob du vielleicht irgendwie einen Umzug hier planst oder eine Reise planst, dass du hier dein neues Jahr einfach planst schon mal und dass du dein Leben auch neu ordnest. Das kannst du ja auch sagen, ich ordne mein Leben und mache mich bereit für den Neubeginn. Wenn du das so für dich beschlossen hast, dann kannst du das auch gerne dann machen. So, das war deine Seite, meine Liebe. Und dann beginne ich mit dem Seite deines Gegenübers. Und das wird jetzt richtig interessant. Und ich weiß, ich habe die Kommentare aus meinen Videos rausgenommen. Das hatte einen bestimmten Grund. Das habe ich letztens in dem Video erwähnt. Aber dennoch freue ich mich, wenn ihr hier mit in Resonanz geht. Wenn ihr mir einen Like hinterlässt, dann weiß ich auch, dass es halt für euch stimmig war. Und wie gesagt, für die neuen Beratungen ab dem 2. Januar vergebe ich Termine. Am 1. Januar arbeite ich noch nicht. Aber am 2. Januar vergebe ich Termine. Ich habe schon einige Termine in der ersten Januarwoche. Aber vielleicht finden wir auch noch was für dich. Also persönlich, du kannst auch natürlich so einen Vorschau, so ein Hineinfühlen in den Energien, die ersten 3 Monate buchen oder. Wir können also diese Beratung in jeweilige Richtung für dich lenken, ja? So, was denkt dein Seelenpartner? Also du bist in seinem Kopf, also definitiv, der sieht dich hier als seine Herzkönigin, die Hauptperson und das auch sehr, also dir sehr nahe, also die Gedanken gehen also in deine Richtung sehr, sehr und ja, also eine herzliche, freundliche, eine häusliche Frau. Also der sieht dich also wirklich als liebevolle, herzliche Frau, ja. Und auch wirklich auch eine Mutterfigur in gewisser Weise, eine positive, eine sehr positive Frau. Also diese warme, nährende sieht er auch in dir. Allerdings ist da noch eine Frau, also die sich hier also wirklich befindet und das deutet hier nochmal auf eine Frau, die hat auch mütterliche Aspekte oder ist die älter? Ist die reifer?
oder strahlt sie das aus? Also da ist eine Dame nochmal da, die also sehr schön aussieht und in ihre weibliche Rolle ist, ja, also eine schöne, anziehende Frau, die auch wirklich dieses bequeme Leben genießt oder mag oder sich also auch gerne aushalten lässt. Also da ist hier auch jemand, die wirklich voll in diese Frau geliebte Freundin ist. Also sagt, mach mal, bezahl mal, tu mal, danke, Schatzi, mach mal so. Da ist so jemand noch da. Also dich sieht er auch, nimmt er dich auch ganz, ganz anders wahr. Auch als herzlich, freundlich, fleißig. All das, also so lebendig, ja, und sie ist dann eher so eine passive Frau. Die ist zwar schön, aber eher so eine gewisse Passivität strahlt sie aus, ja, mit ihren Aktivitäten. So, und da ist er wirklich sehr unentschlossen. Da sind zwei Frauen und dann kommt die Karte hier der Unentschlossenheit. Und er hat auch Zweifel und das Zweifel und Unentschlossenheit und das verzögert alles, ja. Vielleicht ist er auch noch in Urlaub, plant er einen Urlaub, also sein Kopf, ja. Hier ist voll mit euch beiden und mit dieses Unentschlossenheit hin und her. Also bitte, das ist eine allgemeine Legung. Also diese Deutung ist hier, also eine allgemeine Deutung, also eine allgemeine Legung. Wenn du hier nicht mit in Resonanz gehst, dann tut es mir leid für dich, aber du hast die Möglichkeit, immer wieder eine persönliche Beratung bei mir buchen. Und natürlich, wenn dir meine Legungen nicht gefallen, du brauchst das ja auch wirklich nicht zu schauen. Das ist ja hier freiwillig, das ist auch ganz kostenfrei und ich stelle meine Zeit, meine Arbeit hier, meine Lebenszeit für euch hier zur Verfügung in diesem Seelenpartnerprozess für diese Begleitung und ich freue mich sehr für alle, die das wertschätzen und die das dankend annehmen, weil ich weiß ja, dass auch viele sich eine Beratung nicht leisten können. Das soll ein Beitrag für die Allgemeinheit sein. Das kommt von Herzen. Das ist wirklich viel, viel Arbeit. Und bitte dem Wertschätzung gegenüber, wenn dir das nicht gefällt, verlasse bitte den Kanal. Du bist hier freiwillig da. Und ja, alle anderen sind hier herzlich willkommen. Und ich hoffe, dass ich euch hier mit auf den Weg etwas mitgeben kann. So, also dein Seelenpartner ist sehr unentschlossen. In dem Herzen weiß der auch, dass es eine große Herausforderung ist. Also das ist so eine Herausforderung des Lebens. Also der arbeitet auch daran und weiß auch, dass er auch hier manche Verluste auch einfahren würde. Also Verluste, also das steht auch für einen Arbeitsverlust, wenn ich jetzt speziell für die Arbeit deuten würde, für eine Arbeitslosigkeit. Also jetzt in diesem Bezug auf die Seelenpartnerschaft würde ich das so sagen. Er weiß auch, dass hier manches so verloren gehen kann, also Verluste einfahren kann. Also wenn der hier sich nicht gerecht entscheidet, es ist wichtig, dass der hier also eine gerechte Entscheidung trifft. Allerdings kann das auch auf gerichtliche Verhandlung, auf eine Scheidung hindeuten, dass er sich darüber Gedanken macht, Mensch, wenn ich mich scheiden lasse und diese gerichtliche Verhandlung mache, habe ich vielleicht sehr viele Verluste. Ja, also diese Pik symbolisiert auch den Sternzeichen Stier. Jungfrau und Steinbock, es steht also immer wieder auch für Probleme, für Herausforderungen. Also Pik steht allgemein für Probleme, Herausforderungen, Arbeitslosigkeit, Trennung, Scheidung, Gerichtsverhandlung oder Tod. Also allgemeine herausfordernde Situation. Und in seinem Herzen
fühlt das dein Gegenüber, also in seinem Herzen. Ja, und er weiß auch, dass er das hier transformieren sollte. Und das hat auch mit dir auch zu tun und auch mit seiner vielleicht noch Partnerin. So, was fühlt er denn noch in seinem Herzen? Ist dieses starke Aufblühen, und die Freude, der Sex, die Erotik, die erotische Anziehung zu dir, ja, die erotische Anziehung zu dir, fühlte in seinem Herzen die Freude und ja, und auch hier zu ihr fühlte dann wiederum die Probleme in dieses Liebesverbindung oder auch zu dir. Also da sind in gewisser Weise die Probleme zu dieser Liebesverbindung einfach da. Ja? Und hier, also im Herzen, fühlt er auch, dass da also beide irgendwie, vielleicht auch beide, sehr intelligente Frauen seid, dass ihr organisatorisch, also dass ihr beide sozusagen tolle Frauen seid, ja. Und der Karo steht auch allgemein für den Wassermann-Zwilling-Waage, also eine Luftelement. Für eine Luftelement, es steht auch für eine Prüfung, also dass so in seinem Herzen, sagen wir mal, eine Prüfung ist, eine Herausforderung, eine Prüfung ist, das zu überstehen. Also er hat auch hier Ziele und also das hat auch wirklich hier also Ziele und Ambitionen, also auch in seinen Gefühlen und ja, wenn er an dich denkt, ja, oder an sie denkt, also an beide. Also eigentlich zeigt mir die Karte, dass hier für beide Gefühle vorhanden sind. Und das macht das Ganze halt so schwierig. Der eine liebt er dann halt so, der andere liebt er dann halt so. Der eine ist dann so, der andere ist dann so. Und das hat er so in seinen Gefühlen, ist er wirklich nicht in seiner Klarheit. Und er weiß, dass er hier wirklich eine Entscheidung treffen sollte. So, und was jetzt so von außen auf ihm zukommt, also das kommt hier eine, also diese neue emotionale Verbindung oder diese bestehende Partnerschaft zu vertiefen. Also wieder sehr unentschlossen. Weiß der gar nicht, sollte ich jetzt diese bestehende Partnerschaft jetzt vertiefen oder sollte ich diese neue emotionale Verbindung angehen? Diese neue emotionale Verbindung tendiert aber eher zu dir. So würde ich das sagen. Ja? Und es kränkelt das Ganze. Und das jetzt kränkelt so ein bisschen dadurch zu seiner noch Partnerin, weil er diese tiefe emotionale Verbindung zu dir hat, kränkelt jetzt das, schau mal hier, zu den jetzigen Partnerin. Und das ist eine sehr große Herausforderung für seine Partnerschaft im Moment, diese Gefühle für dich. Ja? Und ja, also er kann das schon verändern. Er kann schon für sich auch ja, da neue Lebensveränderungen daraus gewinnen. Allerdings ist das alles etwas schwierig mit ihm. So würde ich das jetzt sagen. Und also im Außen zeigt sich auch hier die Karte, dass hier eine Information kommt. Also, dass der darüber nachdenkt, also auf dich zuzukommen. Dass der dann irgendwie charmant auf dich zukommt. Aber noch recht was unentschlossen. Also ohne viel Talent oder irgendwie etwas dahinter, eventuell eine charmante Nachricht kommt von ihm. Also er sieht dich schon als eine intelligente Frau, eine ehrliche Frau und ist aber immer noch unentschlossen. Jetzt schauen wir mal hier, also mit dieser Herausforderung, mit der Liebe, also die Unentschlossenheit, also die Herausforderung, die Unentschlossenheit, die Arbeit, also für diese größte Erfüllung in der Liebe ist noch da. Es ist noch da.
Also, du bist auch eine Herausforderung und Arbeit für ihn. Und das wäre für ihn eine Arbeit, eine Herausforderung, auf dich zuzukommen, dich anzurufen, dir eine Nachricht zu senden. Und er weiß auch nicht, wie der auf dich zukommen soll. Hier diese Verbindung, diese größte Erfüllung in der Liebe und diese emotionale tiefe Verbindung und diese erotische Verbindung, diese Anziehung fühlt er zu dir. Also zu ihr kränkelt das. Diese Nachricht, also diese Nachricht, was er dir also zukommen lassen sollte, ist allerdings noch nicht fest. Also ist er noch unentschlossen, ist er noch also in Verzögerung. Also es verzögert sich auch, ja. Denkt aber darüber nach. So, und die letzte Karte hier, also das ist der Pik-König. Und der Pik steht, sage ich dir jetzt, der Pik steht für einen Stier, für eine Jungfrau und für einen Steinbock. Eventuell hat er so einen Aszendent, also für eine Erdzeichen. Und ein Erdzeichen steht immer für eine familiäre, also für eine finanzielle Sicherheit. Also es kann sein, dass er wirklich auf diese Sicherheit bedacht ist. Und also steht auch für Probleme, für Herausforderungen und auch für Trennung, Scheidung. Also auch, ja, also er hadert mit sich, ja, auch für eine Transformation, auch für den Tod. Also er hadert mit sich und verkörpert hier auch so im Außen eine gewisse Strenge und versucht wirklich aus Angst seine Gefühle zu kontrollieren und er hat Angst, seine Gefühle zu zeigen und zeigt sich als autoritärer Mensch im Außen, ist aber auch ein sehr eifersüchtiger Mensch, der sehr auf Abwehr ist. So zeigt sich der, dein Seelenpartner hier in diesen Karten. Jetzt schauen wir mal, was so in seinem Kopf ist und der hat reine Schwertkarten, der hat nur reine Schwertkarten. Also in seinem Kopf sind die vier Schwerter. Also das denkt er jetzt in diese Woche. Also die vier Schwerter. Und das steht, Moment, das steht für Waffenruhe. Also er möchte gerne eine Waffenruhe mit dir haben. Das heißt, er möchte jetzt endlich mal Ruhe haben. Nutzt er die Zeit, sich zu zentrieren, Klarheit zu gewinnen. Also er betreibt auch eine geistige Reinigung und möchte auch so sein Bewusstsein so ein bisschen erweitern. Ja. Also es geht darum, diese innere Klarheit. Also wirklich zu erlangen für ihn. Und es geht wirklich darum, er denkt auch wirklich darüber nach, diese Klarheit für sich zu finden, zu treffen, weil der ist wirklich in diesen Konflikten und Disharmonien mit sich selber. Der hat so in sich eine kognitive Dissonanz, sage ich jetzt einmal. Was bedeutet das? Das ist, er hat jetzt in der Zeit etwas erkannt, vielleicht in Bezug sogar auf diese Frau, auf diese Partnerin, dass es nicht mehr so stimmig ist, wurde so überzeugt davon war. Und diese kognitive Dissonanz in seine Seele erschüttert ihn so, dass er wirklich zu dieser geistigen Klarheit kommen muss. Vielleicht hat er diese Konflikte und Disharmonien, also was jetzt so in seinem Leben, in seinem Inneren war, unter dem Teppich geklärt bis jetzt. Und das möchte hoch, möchte aus seinem Unterbewusstsein raus. Also wenn man etwas unterdrückt, also wenn man wirklich etwas unterdrückt,
dann meldet sich das auf eine andere Art und Weise als ein Hinweis, vielleicht auch auf körperlicher Ebene, dass der dann bestimmte Impulse bekommt, dass er nicht mehr schlafen kann, zum Beispiel, dass seine Gedanken permanent um dich kreisen, dass er keine klaren Gedanken fassen kann, dass er sich nicht konzentrieren mehr auf seine Arbeit kann, solche Dinge, ja, und er kann das nicht mehr unterdrücken und deswegen, es ist wichtig jetzt, in der Zentriertheit zu kommen und diese geistige Klarheit für sich zu erlangen. Und es ist auch für ihn wichtig, dass er das alles jetzt prüft und dass er das alles so gestaltet, dass er da also zu sich findet, also zu sich selbst findet, dass er weiß, was er will, weil er weiß im Moment nicht, was er will. Was fühlt er denn in dieser Woche? Und das sind auch Tage, wo man auch viel, viel Zeit hat, ja? Was fühlt er denn jetzt in dieser Woche? Da kommen die drei Schwerter, ja? Und Schwertkarten sind immer sehr, sehr herausfordernd. Was fühlt er denn? Also er fühlt in seinem Herzen dieses Kummer. Also diese Sorgen, diese Zweifel, diese Unklarheit, diese Dumpfheit, also auch eine Stück weit auch so depressive Verstimmungen, diese Traurigkeit. Also das deutet auch auf Spannung in Dreierbeziehungen und auf Eifersucht hin. Vielleicht weiß der auch, dass da irgendwie noch jemand vielleicht auch bei dir ist oder bei ihm, weiß der, dass er gebunden ist und du noch frei bist. Also da kommt auch dieses Thema Eifersucht hoch. Und das ist eine Herausforderung, wirklich zu klaren und eindeutigen Entscheidungen, die wirklich nur dadurch wieder im Gleichgewicht kommen können. Weil hier ist eine Balance verloren gegangen. Er lebt ja gegen seinem Gefühl. Man kann nicht gegen sein Gefühl leben. Wie man das auch weiß, eine Körpersprache, ja, eine Körpersprache. Ich habe sehr, sehr viele Bücher darüber schon vor Jahren gelesen. Wenn du sagst nein oder versuchst etwas in deinem Leben zu spielen oder du gehst zu einem Vorstellungsgespräch und du möchtest dich im guten Rampenlicht zeigen, es funktioniert nicht, weil dein Körper dich verrät, dein Körper, deine Mimik, deine Gestik, ja, auch deine Haltung, deine Augen, ja, alles verrät dich. Und das ist das, er muss das wirklich klären. Er kann das nur so wieder im Gleichgewicht bringen und wiederherstellen, wenn er sich seinen Gefühlen stellt. Und das ist jetzt wirklich eine sehr herausfordernde Zeit. Und welche Entscheidungen sind das, die ihm also sehr, sehr schwer fallen? Er muss hier richtige Entscheidungen treffen, die sehr für ihn schwer fallen. Ja, aber für jedes Problem gibt es eine Lösung. Es gibt ja nie, dass man sich nicht entscheiden kann. Ich erzähle euch jetzt mal eine kleine Geschichte. Ich habe mich total verfahren. Ist schon Jahre her. Ich habe mich total verfahren. Es gab kein Navi. Ich kann mich absolut nicht orientieren. Ich wusste nicht, wo ich bin. Es war dunkel und ich wollte einfach nur noch nach Hause. Es gab kein Telefon, es gab keine Sprechanlage, es gab gar nichts. Also ich bin immer Reiki verbunden, ja. Und ich habe mich verbunden und ich habe um die Hilfe gebeten und habe gesagt, bitte, liebe Gott oder liebe Engel, gib mir einen Impuls, dass ich dann ganz intuitiv entscheide. Und ich habe beschlossen, dass ich so weit fahre, bis irgendwann mich entscheiden muss, links oder rechts, ja? Und ich habe mich immer für links entschieden. Und irgendwann sah ich den Schild, Autobahn. Okay,
Dann bin ich nach Hause gefahren. Weißt du, es gibt immer eine Entscheidung und das muss auch wirklich deinem Seelenpartner hier mit bewusst werden, auch wenn der jetzt so mit sich hadert, also links oder rechts. So, und was jetzt auf ihm zukommt, kommen die zwei Schwerter. Und das ist also unglaublich, wie sich das auch wirklich im Tarot, wie sich das auch hier, also unglaublich hier auch zeigt. Also ich habe immer wieder mal eine Tarotkarte gezogen, aber wie genauere Botschaften das auch wirklich gibt, ja, das ist unglaublich. Also, und die zwei Schwerter stehen für den Frieden. Also steht für Mond in der Waage, also für diese innere Frieden, für diese Entscheidungskraft, für Entscheidung in Beziehungen oder Situationen, die geistigen Frieden bewirken. Wenn er sich wirklich klar und deutlich dafür entscheidet, er wird seinen inneren Frieden also finden. Und der innere Frieden ist ein Geschenk, wirklich, dass man das so in seinem Herzen fühlt. Also wenn man sich über nichts mehr aufregt, ja. Und ja, wenn man das auch erkennt, dass man auch nichts festhalten kann. Man kann bestimmte Dinge im Leben nicht festhalten, ne? Und dass er hier bewusst wird, welche Bereiche in seinem Leben sind halt wirklich wichtig. Und er soll diese Entscheidungen in Ruhe treffen, diese Entscheidung. Und er kann wirklich jetzt momentan, wenn er in seine Kraft ist, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft schauen und auch seine Einsichten aufschreiben. Und er wird diese tiefe Frieden in seinem Herzen auch wahrnehmen. Und genauso wie du hier dir Gedanken machst, was nehme ich mit in den neuen Jahr und was lasse ich in dem alten Jahr zurück, genauso denkt auch dein Seelenpartner darüber nach. Ja? Und ich habe auch hier eine Seelenbotschaft von dir gezogen. Also dein Seelenbotschaft und ich bin immer wieder überrascht, ja, was hier von Botschaften kommen. Und das nächste Mal werde ich das hier vor Ort mischen, die Karten, dass du das auch siehst. Also, deine Seelenbotschaft an ihm ist die Karma. Ja, ich weiß, wir kennen uns schon aus früheren Leben. Und auch in diesem Leben hatten wir Schwierigkeiten zusammenkommen. Immer wieder wurden wir getrennt und sind erst gar nicht zusammengekommen und immer wegen Dritten. Man hat uns immer Steine in den Weg gelegt und nun ist es wieder so, dass wir dieses Problem des Karmas haben. Eine Karma-Auflösung wäre angebracht. Helfe uns mit einer Karma-Ablösung. Das ist deine Seelenbotschaft und das sind die Karten von der lieben Simone Licht. Also hier. Communication with the Soulmate mit Simone Licht. Also ich finde auch sehr schön geschrieben. So, dann habe ich noch eine Karte gezogen, Briefe an dich. Also deine Seele sagt, ich schreibe Briefe an dich. Vielleicht schreibst du auch Briefe und Gedichte an deinem Seelenpartner, ja? So, und aus dem Soulmate Love Orakel kommt die Karte Frühling, also dass du Frühlingsgefühle deine Seele an ihm hast, dass er deine männliche Seelenpartner ist. Männer denken bitte um. Und dass diese hohe Zeit, wenn du an die ihm denkst, kommt diese Hochzeit, diese hohe Zeit, also diese schöne Zeit, ja, der Verbundenheit. Und die Karte Liebe. Wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Also, wenn Liebe noch die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Also, ja, das ist deine Seelenbotschaft. Und was ist deine Seelenbotschaft?
ist Ritual, Liebesritual. Im Moment schwanken meine Gefühle hin und her. Ich weiß einfach nicht, was ich will. Im Moment fühle ich auch nichts. Du kannst mir helfen mit einem Liebesritual. Ein Liebesritual würde uns beiden gut tun und so kommen wir auch wieder zusammen. Ich brauche Unterstützung. Bitte helfe mir dabei. So. Botschaften des Körpers. Ja, wie ich das auch gesagt habe, er wird Botschaften des Körpers bekommen, wenn er seinen Gefühl weiterhin ignoriert. Das geht nicht. Ja. Und, also das Soul mit Love Garden ist der nächste Schritt. Der nächste Schritt zeigt sich. Es ist seine Seelenbotschaft. Die Familie und Verpflichtung ist bei ihm da, ja, und die Maske. Also, dass er also Familie und Verpflichtung hat und deswegen die Maske und das, also der nächste Schritt. Der nächste Schritt wäre, die Maske abzulegen, ja. Und Amos Botschaften ist die Manifestation, deine Träume werden in Erfüllung gehen. Es ist wichtig, dass man auch wirklich daran glaubt, ja, dass diese Träume in Erfüllung gehen. Und weil das jetzt so stimmig war, habe ich hier noch eine wunderschöne Kartendeck von der Simone Licht nochmal. Also ich mag die Karten. The Secret of Your Karma bis Simone Licht. Ich mag die Karten. Ich finde das toll. Ich habe die auch in englische Variante, aber da ich kein Englisch so kann, da muss ich das immer übersetzen, nehme ich hier diese deutsche Variante. Das finde ich toll. Also, bitte konzentriere dich auf dich. Na, noch einmal. So, frühere Leben. So. Der frühe Tod schwingt hier bei dir. Ja, vielleicht bist du früh gestorben, ist er früh gestorben. Also das frühe Tod in einer eurer Inkarnationen. Und bei deinem Gegenüber. So, sind zwei Themen. Schau mal hier. Die Verurteilung und die Scheidung. In bestimmten Religionen, in bestimmten Zeitalter war das ganz schlimm. Also hier, ne? Also die Scheidung überhaupt und Verurteilung. Und das schwingt jetzt hier noch aus dem früheren Leben hier, aus der früheren Inkarnation bei deinem Gegenüber hier mit. Also was bedeutet das? Wenn hier noch Themen da sind, du kannst ihm unterstützen, eine Rückführung, wenn du diese Verbundenheit zu deinem Seelenpartner fühlst, eine Rückführung durchzuführen, dir werden gezeigt, in welchem Leben du mit deinem Gegenüber verbunden warst. Und ob du glücklich warst mit ihm, werden also mehrere Inkarnationen gezeigt, mehrere Bilder. Und auch wo du unglücklich warst und auch wo karmische Themen waren und wo diese karmische Themen waren, dann besteht auch die Möglichkeit, diese karmische Verbindung, also diese karmische Geschichten auch wirklich zu lösen und dadurch in Heilung zu bringen. Und natürlich besteht auch die Möglichkeit, mit dem Timeline ein Stück nach vorne zu gehen und schauen, was erwartet dich in deine Zukunft. Und das Ganze verbunden mit Medialität. Ich lasse auch meine mediale Fähigkeit mit hineinfließen. Und dann bekommst du wirklich die richtigen Informationen, was dich in deinem Prozess mit deinem Seelenpartner weiterbringen.
So, das war der Spiegelblick der Liebe von dem 29. Dezember bis zum 5. Januar. Und jetzt erwähne ich dir meinen aktuellen Wochenangebot. Das wirst du auch als Wochenangebot auf meiner Webseite finden, in meinem Shop. Also es gibt eine aktuelle Wochenangebot, eine Herzöffnung für dich oder für deinen Seelenpartner. Und natürlich schaust du in dem Shop vorbei und kannst du für dich oder für deinen Seelenpartner oder für euch beide buchen. Natürlich empfehle ich immer, das für euch beide zu buchen, da ihr als Seelenpartner miteinander auf der Seelenebene verbunden seid. Und wenn der eine den Herz verschließt, das ist wie so eine unsichtbare Nabelschnur, also energetisch seid ihr verbunden, dann schwingt das auch rüber. Also es ist wichtig, immer in Einheit zu arbeiten mit dem Ganzen. Außerdem, das ist auch eine kleiner materieller, also finanzieller Unterschied auch. Also ich schaue immer, dass ich dann als Paar, wenn du das machst, dass es also nicht mehr so viel ausmacht, diese Herzöffnung. Ja, also Herzöffnung, Herzheilung auf der energetischen Ebene. Ich arbeite mit Reiki Groß und Lichtgrade energetisch und nur mit Termine, und diese energetische Arbeit wird dann auch immer am Abend, Spätabend um 22 Uhr durchgeführt, wenn alles schon in Ruhe ist. Also nicht über Silvester und Neujahr gerade, aber am 2. Januar um 22 Uhr zum Beispiel oder 3. Januar, wo du weißt, dass dein Seelenpartner auch jetzt auf der Sofa liegt und zur Ruhe gekommen ist, dann kann man solche Dinge machen. Und auf keinen Fall, wenn man noch auf der Arbeit ist, und auf keinen Fall, wenn man an Maschinen arbeitet, und auf jeden Fall frage ich vorher, ob diese Seele das auch zulässt. Also frage ich auf Seelenebene, und dann bekomme ich auch dann die Signale auf energetischer Ebene. Ich nehme das dann wahr, ob es ein Ja oder ein Nein kommt. So, meine Lieben, ich sende euch ganz viel Licht und Liebe und Frieden und wünsche euch einen guten Rutsch in das neue Jahr, ein gesundes, erfolgreiches, lichtvolles, liebevolles und friedvolles neues 2019 für euch. 2019 ist der Merkurjahr. Also im März treten wir in der Energie der Merkur hinein, also am 21. März. Und ich freue mich auf das kommende Jahr. Das kommende Jahr wird auch einiges, also in diesem Seelenpartnerprozess, bewirken. Ich sage bis bald, Namaste, deine Valeria.